hat es mir wieder richtig zum Kitzeln angefangen, genau in dieser Projektentwicklungsarbeit drinnen, vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in den Business Vlog Ausgabe 171 hinein. Eine neue Woche beginnt und das Wetter ein Traum. Auch am Wochenende herrliches Sonnenscheinwetter gewesen. Samstag war ich zwar im Exit the Room drin, aber gestern am Sonntag und es ist wirklich herrlich. Da gemütlich auf der Terrasse sitzen, Kaffee trinken. Auch heute in der Früh wieder mit einer Tasse Kaffee hier heraus. Die Vögel zwitschern hier, also wirklich herrlich hinter mir. Unsere eigenen Tomaten, die haben jetzt auch dieses Wochenende aufgestellt, Freitag Rasen gemäht, also wirklich ein Traum und ich freue mich schon, wenn ich den Tisch hier heraus aufstelle, damit ich da draußen wieder arbeiten kann jetzt da im Sommer. Dann gestern spitzenmäßiges Essen wieder von der Nadine, ihr kennt ja das, wir kochen sehr, sehr gerne. Um 4.30 Uhr ist sie gestern aufgestanden, nämlich für Rippeler machen, die sind hier 8 Stunden im Crockpot drin, im Slow Cooker, dann kommen sie noch in den Ofen hinein mit der Oberhitze und dann die eigenen Semmel Buns, was sie macht, also wirklich herrlich mit dem Coleslaw dazu. Wenn ihr dazu mehr Videos haben möchtet, wie wir kochen, ja, diese unterschiedlichsten Menüs, ja, einfach unten in die Kommentare hineinschreiben und ja, dann machen wir vielleicht auch mal Kochvideos. Letzte Woche kennengelernt den Michael Jagersbacher, der hat mich schon vernetzt mit dem Dominik Pfeffer und am Mittwoch gibt es ein Interview über das Thema, man muss es einfach tun, unter dem Namen Die Mutmacher. Ja. Mal schauen, was ich auch hier jetzt in dem Bereich drinnen an Kooperationsmöglichkeiten ergibt. Also diese Woche wieder mit richtig, richtig voller Power hineingestartet. Jetzt noch ein wenig Büroarbeit und um 19 Uhr dann ja à la Nui live. Die werden wir heute ein bisschen anders machen und ich bin gespannt jetzt da, wie lange die Sonne scheint. Er sagt Wetter an, also einen Regen. Da drüben ist dunkel, da ist dunkel, aber mir brennt es gleich auf. Ja, in dem Sinne gehen wir weiterarbeiten. Heute schon ein sehr erfolgreicher Tag gewesen, relativ früh aufgestanden, denn um 9 Uhr habe ich schon den ersten Termin gehabt und zwar mit dem Bürgermeister der Marktgemeinde Liebuch, einer der größeren Gemeinden gleich in unserer Umgebung. Und das Thema war Neuwahl für den Wirtschaftsbund Hitzendorf. Ja, und da ist die Frage gewesen, ob ich diese Unternehmensgruppe als Obmann übernehmen möchte. Und am 24. Mai haben wir die Neuwahlen. Ob ich gewählt werde oder nicht, das steht jetzt dann noch in den Sternen. Sie möchten mich gerne als die zuständige Person haben. Heißt natürlich auch wieder mehr Arbeit, wahrscheinlich im Hintergrund für mich, bin ein bisschen unschlüssig, aber auf der einen Seite auch eine sehr, sehr große Ehre. Ja. Dann Kaffee getrunken, bevor es weitergegangen ist, um 11 Uhr zum nächsten Termin und während dieser Zeit, als ich Kaffee getrunken habe, ja, habe ich die Zeit genutzt für mein Vision Book wieder zum Schreiben, also diese halbe Stunde Meditationszeit für mich persönlich, dann weiter um 11 Uhr zum nächsten Termin und zwar zu unserem Produktgeber, wo wir das Anhagers Hotshot hier haben, da haben wir den exklusiven Vertrieb. Da haben wir einige Dinge auch besprochen im Consulting-Bereich drinnen und da bin ich wieder so drauf gekommen, was mir wirklich taugt. Ich werde es auch schon gemerkt in den letzten Tagen, ich habe wieder meine Strata Consulting Group Shirts an oder Strata Consulting Unternehmensberatung und ich habe jetzt auch alte Unterlagen angefunden, ich habe letzte Woche herumgesucht bei mir drinnen. Das war das allererste Strata Consulting Learning Coaching Networking und da war zum Beispiel auch drinnen, und das ist echt interessant, ja, die allerersten Auftritte von mir, ja, im Jahre 2008 bei Vorträgen, dann das Ganze international, so, dann auch die SC Foundation, also ich habe damals schon vor 10 Jahren Foundation-Dinge gemacht und jetzt kommt was ganz Interessantes und zwar Projektentwicklung, ja. Die wenigsten wissen ja, dass ich in der Vergangenheit auch größere Projekte betreut habe oder im Hintergrund vernetzt habe, wie zum Beispiel das Gemeindezentrum bei uns in der Heimatgemeinde in Deutschgoritz, das Gebäude, das da steht, das ist von mir initiiert worden. Ja, das wissen die wenigsten. Hat dazwischen auch ein paar Stolpersteine gegeben mit dem Investor und mit dem Bauträger, habe ich nichts dafür können, also die haben da wirklich ein bisschen Blödsinn gemacht. Ja. Aber auf der anderen Seite bin ich da relativ stolz und in den Medien ist es auch toll beschrieben, war das bei dir ein Projektfoto. Konzept für das Gemeindezentrum. Der Deutschgoritzer Jungunternehmer Thomas Stratner brachte das Projekt nun ins Rollen. Das Objekt wurde ihm zum Kauf angeboten. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also so habe ich damals angefangen vor 10 Jahren und heute bei diesem Gespräch um 11 Uhr hat es mir wieder richtig zum Kitzeln angefangen, genau in dieser Projektentwicklungsarbeit drinnen vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Ja, weil ich auf der einen Seite jetzt da Top-Kontakte in meinem Netzwerk drinnen und auf der anderen Seite mit diesem Netzwerk natürlich
tolle Möglichkeiten, jetzt da größere Projekte zu finalisieren. Ja? Ich werde in den nächsten Tagen ein bisschen nachdenken und mal schauen, wie ich das Ganze dann so sortieren werde. Ja? Morgen haben wir dann auch noch das Interview mit dem Dominik Pfeiffer, das freue ich mich auch schon. Und jetzt, ja, jetzt geht es zum Lions Club, ja, weil wir haben heute Clubabend um 18.30 Uhr in der Nähe von Graz. Ja, und da lassen wir es uns auch ein wenig gut gehen. Ein wunderschöner Tag heute, der relativ spät für mich begonnen hat. Ich bin erst um 9.20 Uhr aufgestanden, gebe ich ehrlicherweise zu. Und dann den Tag hier auf der Terrasse gestartet mit Kaffee und Lesen, weil gestern ist es doch später geworden. Wir waren ja mit dem Lions Club beim Most Fauster in der Nähe von Graz Nord, da drüben hinten rauf. Ja. Circa 40 Minuten Fahrzeit für, ich sage mal, 25 Kilometer. Aber wunderschöne Gegend außerhalb der Stadt, und wir haben uns den ganzen Betrieb angeschaut. Wir hatten eine tolle Mostverkostung, und es ist wirklich, wir sind in der Steiermark ein Weinland. Ja. Bedeutet Weinbauer, meine Eltern bauen selber Wein an für den Eigenbedarf, aber was ein vergessenes Obst ist, ist der Apfel, mit dem du ja auch Getränke erzeugen, also nicht nur Apfelsaft, sondern wirklich tolle Produkte mit ein bisschen Alkohol drin, also Most auf Edelbasis. Und wir haben auch einen mitgenommenen Apfelsider, das ist ein richtig spritziges Getränk, so 6 Flaschen 0,33, da genießen wir heute am Abend jetzt da etwas, auf das freue ich mich wirklich schon. Ja, und ansonsten heute Daily Business, dann hatte ich auch noch einen Termin, ja, um 15 Uhr beim Kino in Liebach drüben, Kennenlerngespräch mit einem Xing-Kontakt, also persönliches Erstgespräch einmal, war super Kontakt, also schauen wir mal, was sich hier in der Zukunft ergibt, und jetzt da auch noch die Zeit hier auf der Terrasse genießen, weil für morgen sagt er ein bisschen Schlechtwetter an, nur 13 Grad, ja, Freitag ist wieder Rasenmähen geplant, aber wirklich herrliches Wetter, und ja. Der Regen hat jetzt endlich eingesetzt, und wir sind auf dem Weg zum Shopping, und zwar Männer-Shopping. Also ich bin ja nicht wirklich der Heimwerker, aber wenn ein Bauhauskatalog kommt, das ist wie so, wenn der Kosmetikkatalog bei den Frauen kommt. Ja? Ich bin handwerklich auch nicht so geschickt, ja, aber es ist immer wieder spannend, in einen Baumarkt einzukaufen. Ja, ein paar Dinge brauchen wir, nicht viel, und schauen wir mal. Wir brauchen Schaufel für Thomas. Ah, okay. Nadine und ich sind wieder retour vom Männershopping. Auf viel ist es nicht geworden. Auf der einen Seite eine Schaufel, die brauche ich jetzt dafür den Komposthaufen, ja, damit man das Ganze ein bisschen umschaufeln kann. Ja, da habe ich noch nicht das richtige Werkzeug gehabt. Und auch ein normales, einphasiges, oder keine Ahnung wie das heißt, Stromkabel, Elektrokabel für die Heizung da unten drinnen. Ja, ja, diese Woche wieder extrem viel weitergegangen. Ich habe wieder sehr viel ausgeräumt, und das Interessante und das Tolle ist ja, wenn man darüber schaut, da sind jetzt da einige Fächer, ja, auch leer geworden, und ich habe richtig Platz jetzt da im Büro bekommen. Ich will jetzt da nicht sagen, Gott sei Dank DSGVO, aber es ist auch dem Thema ein wenig geschuldet, dass ich jetzt da richtig entrümpelt habe. Ja. Dann auch interessantes Thema, und zwar Österreich, die österreichische Bundesregierung hat im Thema DSGVO eine kleine Entschärfung eingebaut. Bedeutet, es wird am Anfang nicht sofort gestraft, ja, das heißt, man muss halt immer nicht sofort Strafe zahlen, man bekommt einfach nur Verwarnungen und Hilfe dann von der Datenschutzbehörde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also ist es doch ein wenig entschärft. Nichtsdestotrotz heißt es trotzdem, im Bereich der DSGVO auch richtig datenkonform und sicherheitsmäßig zu arbeiten ab 25. Mai. Ja. Das war es jetzt für diese Ausgabe, für den 171er Vlog. Wenn es euch gefallen hat, wieder Daumen nach oben, Kommentare unten hinterlassen, und wir freuen uns natürlich wieder immer über neue Abonnenten, und wenn ihr Abonnent seid, dann versäumt ihr auch keine neue Ausgabe. Ich habe nämlich schon wieder eine neue Idee im Kopf drin. Ich möchte mehr Videos produzieren, und zwar im Bereich Stradis Classics. Ja, das habe ich im letzten Jahr angefangen, ist ein bisschen eingeschlafen, aber ich möchte jetzt da schauen, dass ich Stradis Classics, das heißt die alten Videos aus meinen Jahren noch 2009, 10, 11, dass wir die wieder online bringen, dass ich die mit euch gemeinsam anschaue. In dem Sinne, das war's für den 171er Vlog. In dem Sinne, alles Liebe, schönes Wochenende, euer Thomas.